Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 124 Ner-Hegib, zweiter Teil. Ginny wartete, während Ron und Harry sich auf den Weg machten. Im vierten Stock trafen sie niemanden in der Bibliothek an, glücklicherweise auch nicht Madame Pince und Mr. Filch. In ihrem Zimmer war Hermine auch nicht, so dass der nächste Weg nach ganz unten in die Kerker führte, um in Severus' privatem Labor nachzusehen. Auf den Treppen in den Kerker erzählte Ron: Neulich habe ich überraschend bei meiner Mom vorbeigeschaut. Du weißt ja, dass sie in einem Haus von Verwandten ganz hier in der Nähe wohnt. Naja, ich bin also leise rein und wollte sie überraschen. Harry unterbrach und verbesserte schelmisch grinsend, weil er seinen Freund gut kannte. Du wolltest sie erschrecken. Ist doch egal. Ich gehe also rein und da höre ich, wie sie mit jemandem schimpft. Ich habe durch den Spalt in der Tür geschaut und sehe Remus, wie er kreidebleich die Schimpftirade über sich ergehen lässt. Junge, war ich vielleicht froh, dass mal jemand anderes außer mir zum Minna gemacht worden war. Es ging wohl um Tonks und ihn, weil er sich von ihr... Ja, das habe ich mitbekommen. Jetzt ist aber alles wieder in Ordnung, fügte Harry unterbrechend ein. Meiner Mom zu widersprechen würde auch nicht viel bringen, glaube ich. Remus hat mir richtig leid getan, aber es war offensichtlich notwendig, ihn mal so hart anzupacken. Warum hat er sich eigentlich von Tonks getrennt? Ich glaube, er hat sich etwas viel zu sehr zu Herzen genommen, was Severus ihm gesagt... Harry verstummte, denn in dem Moment sahen sie Severus etliche Meter weiter ganz vorn um die Ecke kommen. Auch der hatte die beiden gesehen, blieb kurz stehen, führte dann jedoch seinen Weg fort und kam auf die beiden zu. Ich habe eigentlich gehofft, ihm heute nicht über den Weg zu laufen, flüsterte Ron, und er sagte gar nichts mehr, als er seinem ehemaligen Zaubertränkelehrer leibhaftig gegenüberstand. Es mag daran gelegen haben, dachte Ron, dass er Snape so lange nicht mehr gesehen hatte, aber der Mann wirkte heute irgendwie kränklich, zumindest kränklicher als sonst. Mr. Weasley? Grüßte der Zaubertränkemeister mit einem Kopfnicken, welches Ron nonverbal als Gruß zurückgab. Weil sie sich am Tage nun schon gesehen hatten, grüßten Harry und Severus sich nicht. Doch Harry fragte natürlich: Wissen Sie, wo Hermine steckt? Wir suchen sie nämlich. Wenn sie nicht in ihren Räumlichkeiten und auch nicht in der Bibliothek anzutreffen ist, dann kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen, erklärte Severus mit matter Stimme. Auch Harry war aufgefallen, dass Severus sehr angeschlagen wirkte, doch im Beisein von Ron wollte er nicht fragen, ob ihm etwas fehlen würde. Danke, dann werden wir einfach noch ein wenig suchen, sagte Harry freundlich und mit einem Lächeln auf den Lippen, welches Severus nur noch mehr zu verletzen schien. Gute Nacht, Mr. Weasley. Harry? Sagte Severus verabschiedend, bevor er sich in sein Zimmer zurückzog. Was ist denn mit dem los? Wollte Ron wissen, doch Harry hatte keine Antwort darauf. Die beiden wendeten sich gerade zum Gehen, da hörten sie, wie sich eine Tür weiter hinten öffnete. Harry wusste, zu welchen Räumen diese Tür gehörte, und es verwunderte ihn, dass es Hermine war, die Dracos Zimmer verließ, unter ihrem linken Arm ein dickes Buch geklemmt. Sie erkannte die beiden sofort und ein fröhliches Lächeln machte sich auf ihrem Gesicht breit, bevor sie rief: Ron, was machst du denn hier? Sie stürmte auf ihn zu und umarmte ihn, rammte ihm derweil versehentlich das dicke Buch zwischen die Rippen
was Ron ein Geräusch entlockte, das sich wie ein Hm anhörte. Sich übertrieben leidend die Seite haltend, erwiderte Ron. Nicht so stürmisch, wir haben dich gesucht. Hast du ein wenig Zeit? Man konnte ihr ansehen, dass ihr momentan andere Dinge durch den Kopf gingen, doch trotzdem sagte sie wie selbstverständlich. Ja, sicher. Zurück bei Ginny machten es sich die Freunde um den Tisch herum gemütlich. Ron hatte viel zu erzählen und Hermine wurde sich bewusst, auch wenn sie es früher häufig gestört hatte, wie sehr sie die Berichte über die teaminternen Quidditch-Angelegenheiten vermisste. Unser größter Sponsor überlegt abzuspringen, obwohl Pfützen sie ihm nur Gutes gebracht hat, sagte er betrübt. Schelmisch tröstend, sagte Ginny. Ach, es wird sich schon jemand finden. Und wenn nicht, dann kann Harry ja mal überlegen, ob er sich als Sponsor betätigen möchte. Eine ganze Weile unterhielten sich die vier über dies und jenes, während Ron und Hermine sich manchmal aus reiner Gewohnheit an den Händen hielten, um die Nähe des anderen zu spüren. Nachdem Ginny sich nach Angelinas Befinden erkundigt hatte, fragte Harry unverblümt: Wie läuft es bei ihr so? Zunächst zögerte Ron, doch letztendlich schilderte er ehrlich. Ich bin froh, dass ich mal ohne sie bin. Nicht, dass ihr das falsch versteht, aber wir sehen uns 24 Stunden am Tag und das wird langsam zu viel des Guten. Das ist der Grund, warum sie abends lieber mit Freundinnen weggeht und ich... Das verstehe ich, versicherte Hermine. Das wird sich jetzt hoffentlich ändern, wo ihr nicht mehr so viel Training habt. Nickend stimmte Ron ihr zu, bevor er wissen wollte. Und wie geht es bei dir und deiner Ausbildung? Gut. Nein, besser als nur gut. Ich denke, dass ich sogar viel früher meine Prüfung machen kann. Möglich wäre es jedenfalls, nur müsste Severus seine Einwilligung dazu geben. Was denn? Staunte Ron. Schon fertig? Das ging ja fix. Es gab nicht mehr viel, was ich für die Prüfung beim Ministerium lernen musste. Man muss aber erst bei einem Meister sein Können zeigen. Ich nehme an, das Ministerium will sich einfach nicht die Arbeit aufhalsen, jemand im Vorfeld auf seine Fähigkeiten zu prüfen. Das soll ein Meister machen. Und wenn der sein Okay gibt, dann geht's ab zur Prüfung. Schilderte Hermine. Während Ron und Ginny ihr versicherten, ihr die Daumen zu drücken, blickte Hermine zu Harry hinüber und der hatte seine Augen starr auf das Buch gerichtet, welches sie dort abgelegt hatte. Er schien ihre Augen auf sich zu spüren, denn er hob seinen Blick und schaute sie direkt an. Wortlos schien er zu fragen: Hast du etwas rausbekommen? Doch Hermine wollte noch nicht über das berichten, was Draco ihr erzählt hatte. Die geistige Verbundenheit von Harry und Hermine teilte Ron trotz seiner nicht mehr stetigen Präsenz noch immer, sodass er im gleichen Augenblick auf das Buch deutete und fragte: Hat das was mit Snape zu tun? Noch einmal blickte Hermine zu Harry hinüber. Und der schien nur noch darauf zu warten, bis sie loslegen würde. Wir glauben ja, sagte Hermine. Wir? Fragte Harry nach. Und nachdem Ron klar geworden war, dass mit wir nicht Harry gemeint sein konnte, blickte er sie fragend an. Ich habe Hilfe gebraucht. Ich lese das eine Kapitel schon zum x-ten Mal, aber ich bin noch nicht weitergekommen, erklärte sie. Sich nach vorn lehnend, betrachtete Harry das Buch von nahem, bevor er feststellte: Das ist schwarzmagisch! Erstaunt wollte Hermine wissen: Woher weißt du das? Ich fühle es, war die knappe Antwort. Mit einem Protego belegt ist es ungefährlich. Harry, du kannst es ruhig anfassen, versicherte sie ihm, doch es war nicht Harry, sondern Ron, der neugierig zugriff. Während Ron in dem Buch blätterte, erzählte Hermine: Wir sind uns ja einig, dass Severus etwas fehlt, dass er sucht und dass er reparieren möchte. Er hat mich auf ein Kapitel aufmerksam gemacht, aber dort wird erklärt, wie man Dinge bewahrt. Da habe ich mich gefragt, ob er womöglich etwas in einem Behälter aufbewahrt hat und dass er den jetzt finden möchte.
dem Gespräch nicht folgend, sagte Ron in dem Buch lesend. Das ist ja übel. Ein Trank, der die Liebe von Kindern zu den eigenen Eltern bewahrt, und zwar für immer. Was ist daran übel? Fragte Ginny. Ihr Bruder blickte sie an und erklärte. Immer, das heißt völlig egal, was passiert, egal, was die mit ihren Kindern machen. Ich denke nicht, dass dieses Buch als Leitfaden für liebevolle Eltern verstanden wird. Es gibt doch Eltern von einem ganz anderen Schlag. Außerdem ist es doch viel schöner, wenn die Kinder ihren Eltern aus freien Stücken lieben, weil die immer so gut zu ihnen waren. Direkt an Hermine gewandt, fragte Ron. Warum hat er dir das zu lesen gegeben, wo es doch schwarzmagisch ist? Mit zwei kleinen, roten Flecken auf den Wangen, erklärte Hermine. Ich hatte ja ein Gespräch mit Albus über die dunklen Künste und ich... Sie stockte, denn sie hatte weder Harry noch Ginny, geschweige denn Ron erzählt, dass sie ab und an gern schwarzmagische Bücher lesen wollte, um etwas aus ihnen zu lernen. Du liest es, weil du es interessant findest, Hermine, stellte Harry mit monotoner Stimme klar. Nickend bejahte Hermine, bevor sie verteidigend sagte. Albus hat gesagt, man könnte die dunklen Künste nur effektiv bekämpfen, wenn man sie verstehen würde. Er selbst hat sich auch damit auseinandergesetzt. Es gibt hier wohl noch eine Lehrkraft, die schwarzmagische Bücher lesen soll. Snape, stellte Ron wie aus der Pistole geschossen fest. Außer ihm, meine ich. Das, was Ginny zu sagen hatte, erstaunte alle, denn sie offenbarte. Sprout, sie liest schwarzmagische Bücher über gefährliche Pflanzen. Bevor den dreien die Augen aus dem Kopf fallen würden, erklärte sie. Hat mir Neville neulich erzählt. Sie geht ganz vorsichtig damit um und hat ihm sogar angeboten, auch mal einen Blick hineinwerfen zu dürfen. Wenn man weiß, wie man mit den Büchern umzugehen hat, dann verderben sie ja einen auch nicht. Sprout? Wiederholte Ron mit offenstehendem Mund. Unsere Professor Sprout? Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Nicht jeder, der solche Bücher liest, begann Hermine, führt auch etwas Böses im Schilde. Es gibt noch viel gemeinere Pflanzen als die Teufelsschlinge und die kann ja schon tödlich sein. Wie soll man sich gegen andere Pflanzen wehren, wenn man deren Tücken gar nicht kennt? Pomona liebt ihr Fach, genauso wie Severus seines, und beide wollen alles auf ihrem Gebiet in Erfahrung bringen. Du jetzt auch, wie es aussieht, warf Ron verständnisvoll ein. Dass du mir ja nur aufpasst, Hermine. Ein wenig erbost versicherte sie. Natürlich passe ich auf. Nun reg dich mal nicht so auf, Hermine, beruhigte Ginny. Wir alle kennen mindestens noch eine Person, die haufenweise schwarze Bücher gelesen hat. Völlig aufgebracht wimmerte Ron. Sag jetzt bitte nicht so etwas wie unsere Mutter. Ginny lachte auf und erklärte. Nein, Mom liest viel Schlimmeres als das. Sie liest Kitschromane. Keiner konnte sich ein Lachen verkneifen und nachdem sie sich wieder gefangen hatten, sagte Ginny. Ich meine Alistair. Er hat so ziemlich jedes Buch verschlungen, das er in die Hände bekommen hat. Er war gegen jeden Fluch eines Todessers gewappnet und selbst, wenn die Gegner in der Überzahl gewesen waren, hat er einen Kampf nie mit seinem Leben bezahlen müssen. Und zwar nur aus dem Grund, weil er sich im Vorfeld mit der Taktik des Feindes vertraut gemacht hat. Er mag sein Leben nicht verloren haben, warf Ron ein, aber hier und da mal einen Unterschenkel oder ein Auge. Er verzog das Gesicht bei dem Gedanken daran, ihm hätte so eine Verletzung widerfahren können. Mit ernster Stimme stellte Ginny klar. Sein Lebensziel war und ist es noch, alle Todesser dingfest zu machen. Er war immer bereit, einen Preis zu zahlen. Habt ihr ihn auch nur einmal jammern hören? Hat er sich je selbst bemitleidet? Alistair hatte nie genörgelt. Er hatte höchstens einmal während des Abendessen auf einem Ordenstreffen erwähnt, dass die Narbe an seinem Bein wie verrückt jucken würde,
und seiner Meinung nach hatte das zu bedeuten, dass bald Schnee fallen würde. Um Voldemort und seine Meute zu besiegen, war er bereit gewesen, ehrgeizig für sein Ziel zu kämpfen und Verluste einfach hinzunehmen. In Kapitel 10 blätternd fragte Ron: Und wie soll dieses Kapitel jetzt mit Snape in Zusammenhang stehen? Ich meine, was hat er bewahrt und wie? Steht da irgendwo in seinem Vorratsschrank ein Schälchen rum, in dem er all seine Güte und Barmherzigkeit abgelegt hat? Du bist echt gemein, Ron, warf Hermine ihm vor, doch Ron gackerte nur kindisch, bis er sich vor Augen hielt, wie Snape vorhin gewirkt hatte, so wehmütig. Sein Lachen versiegte. Mit ernsterer Miene sagte er: Sah heute ziemlich fertig aus, als wir ihn getroffen hatten. Bevor sie fragen konnte, erklärte er: Harry und ich haben ihn unten auf dem Gang getroffen, kurz bevor du gekommen bist. Ich hatte sogar etwas Mitleid mit ihm. Er zeigte mit Daumen und Zeigefinger einen Abstand von weniger als einem Zentimeter und versicherte: Aber nur so viel, nicht mehr. Ich habe ihn vorhin kurz getroffen, schilderte Hermine, als er seinen Rundgang gestartet hat. Er ist im Westflügel nach oben gegangen. Wieso denn im Westflügel? Da ist doch nichts, fragte Harry skeptisch. Die Schultern hebend und senkend, sagte Hermine: Er hat nur gesagt, er macht seinen Rundgang. Es war Ginny, die wieder das Thema wechselte, und Hermine fragte: Du warst also bei Draco gewesen? Sie nickte und erzählte: Draco hat sich wohl selten mit ihm über private Dinge unterhalten können. Aber eines weiß er noch ganz genau. Einmal hat er Severus wohl gefragt, warum Voldemort ihn nie als Spion entlarven konnte. Und was hat Severus geantwortet? Wollte Harry wissen. Sie blickte ihn an und gab wieder: Severus hätte geantwortet, dass Voldemort sehr stark auf die Emotionen seiner Leute reagiert hätte. Das war wohl eine Eigenschaft von ihm, mit der er ganz schnell Verräter ausfindig machen konnte. So hat er die Furcht von Pettigrew gespürt, den Ehrgeiz von Malfoy und die blinde Hingabe von Bellatrix. Aber bei Severus, da hatte Voldemort nie etwas fühlen können. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.